Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich spiele die Spiele, die ich in meiner Steam-Bibliothek habe, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, aber nie gespielt habe. Und heute spielen wir mit A. Wir sind immer noch bei A. Ich habe das irgendwann mal angefangen, diese Serie, aber habe sie irgendwann wieder abgebrochen und wir sind halt immer noch bei A. Und es sind auch wieder inzwischen neue Spiele dazugekommen. Aber heute schauen wir uns Absconding Zatvor an. Keine Ahnung, hier laufen komische Polizisten rum und alles mögliche. Das Spiel gibt es nicht mehr bei Steam. Ich spiele es auf Steam. Ich habe das Spiel auf Steam, aber es gibt es nicht mehr im Steam-Shop. Also ich gehe völlig ohne Erwartungen daran. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, weil ich eben nicht auf die Shop-Seite konnte von Steam. Ich habe keine Ahnung, wie viel das mal gekostet hat. Kein Plan. Aber es scheint irgendwas mit Polizisten und Ausbrechen und was weiß ich zu tun. Und deswegen New Game, mal gucken. Oh ja, der Wandy Grow war ein ganz normaler Typ in einem ganz normalen Leben. Und mit einer netten Familie, zwei Brüdern, einem Hund und einer Eule. Aber eines verhängnisvollen Nachts ging er zur Gasstation und hat Zigaretten gekauft. Und da hat er einen brutalen Mord miterlebt. Oh mein Gott, da, der Kassierer ist tot. Oh, gosh, gosh. Und dann kam die Polizei und dachten, er wär's. Und dann haben sie ihn weggesperrt. Und jetzt ist er da in Zatvor drin. Und eigentlich ist er unschuldig, aber alle denken, er ist böse. Und jetzt will er da raus. Okay, verstanden. Okay, wir haben plötzlich eine Glatze. Eben hatten wir noch Familie und so. Oh, hier läuft die Zeit. Alles klar, wir müssen uns beeilen. Los, lauf, mein Kleiner. Okay, es ist so wie GTA 2. Also nur wegen Draufaufsicht, keine Ahnung. Wir können ihn hier lenken und können hier so langlaufen. Und dann müssen wir anscheinend ausbrechen. Avoid getting detected by cameras. Also, naja, das war das erste Level. Hier sind komische Kameras, die einfach ausweichen. Hä? Ah, okay, das sind so Kisten. Man darf gegen die Gegend laufen, aber man kommt halt nicht durch. Okay. Wow, richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, wie nennt man solche Art von Spielen? Ist das Puzzler oder ist das... Ich weiß nicht. Also man kennt ja solche Spiele irgendwie. Meistens sind das irgendwie so kleine Minispiele. Oh Gott. In irgendwie anderen Spielen. Aber anscheinend gibt's das auch als richtige Spiele. Gut, ich hab mir tatsächlich was Schlechteres unter dem Spiel vorgestellt. Aber so? Alter, die drehen ja richtig durch hier. Wow, die machen hier... Wow, was? Da wurden wir erwischt. Die machen ja richtig Party hier. Guckt euch diese Kamera an, wie sie Party macht. OMG. Lol, wie soll man denn da vorbeikommen? Und anscheinend geht das auch auf Schnelligkeit. Ach, come on. Anscheinend geht das auch auf Schnelligkeit. Weil unten halt die Zeit läuft. Nein, lauf, mein Kleiner. Ja, hast du gut gemacht. So, wir warten nochmal, bis das Eimer durch ist. Das war aber knappi. Aber easy, ich bin der perfekte Ausbrecher. Tada. Stop moving in the noise detector range. OMG. Die gehen immer mal an, oder was? Was sind das denn für blöde Noise Detektoren, die immer nur ab und zu angehen? Der ist strange. Weep! Habt ihr gehört? Das war dieses Geräusch von wie heißt er nochmal? Von Snake. Von Solid Snake, besser gesagt. Aber was sind das für komische Noise-Detektoren, die immer nur ab und zu angehen? Richtig strange. So random. Die gehen aber random an und gucken. Oh ja, ist hier vielleicht eine Noise? Nee, na gut, na dann. So, hier sind wieder komische Kameras, aber alles easy. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie die natürlich hier fungieren, aber passt schon, Leute. Bin hier irgendwo sicher? Wie soll man denn da vorbeikommen? Müssen wir echt links rum? Scheinbar. Aber, das ist jetzt natürlich schwierig. Da ist doch kein freier Platz. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man hier einmal rumlaufen könnte. Hier ist man nirgendwo sicher, auf diesem Weg. Also rechts rum können wir auf jeden Fall nicht. Wir müssen hier irgendwie runter. Aber die Dinger gehen halt dann dauernd an. Also wenn... Dann müssten wir wohl diesen Weg hier gehen. Aber die Dinger gehen halt... Nee, ist doch eigentlich ganz einfach. Wir können ja einfach hier runterlaufen. Ja, das ist ja super easy. Jetzt müssen wir nur noch an den... nur noch an den Kameras vorbei. Nee! Okay, das war mega knapp. Oh Gott, ich habe Axwadi da oben. Okay, einmal noch abwarten. Und wir haben's geschafft. Hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Danke. Stay still inside the noise detector range. I know, I know. Okay, es ist doch irgendwie... Art Musikspiel. Also ich sage jetzt einfach mal, das ist Musikspiel, obwohl es kein Musikspiel ist. Weep! Ich finde es witzig, dass sie das benutzen dürfen. Darf man das einfach so benutzen, diesen Sound? Diesen Weep! Oh, aber das nervt mich jetzt schon. Also,
dass man hier immer nur so wenig, lol, voranschreiten darf. Finde ich komisch, solche Art von Spielen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wer das Format übrigens nicht kennt, ich gucke da immer nur ganz kurz die Spiele an und sag dann am Ende, wie sie mir gefallen. Das ist quasi wie so ein, ja, let's watch oder let's look at oder sowas. So ein kleines Let's Test, die gehen auch meistens nur 10 Minuten. Und dann bilde ich mir meine Meinung zu dem Spiel. Und manchmal sind da tatsächlich auch gute Spiele dabei und dann spiele ich sie auch durch, wie zum Beispiel 140. Das Spiel fand ich ganz geil. Also wenn ihr 140 noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch angucken. Ich glaube, von diesem Spiel werde ich auf jeden Fall nicht mehrere Parts machen, weil mich das jetzt schon total abfuckt. Oh mein Gott, dieses blöde Level hier. Ja. Ich glaube, ich kriege lieber dieses Level hier hin. Lass mich da hinten jetzt hin. So, wie weit geht der Laser da? Alles. Als Oppi! Lass mich jetzt hier raus. Ich will dieses blöde Level nicht machen. Boah, ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder so 3 Euro kostet oder so. Oder bei Steam ist sowieso immer alles zu teuer. Weil die halt auch so viele Abgaben machen müssen bei Steam. Aber wie gesagt, man kann es sowieso nicht mehr kaufen. Vielleicht kriegt man das auch irgendwo kostenlos jetzt im Internet. Weil die Leute es halt nicht mehr verkaufen können. Weiß nicht warum, aber ich würde gerne hier unten langlaufen. Aber wie soll man das überhaupt schaffen? Man muss da hier übelst schnell durch. Okay. Man muss da hier übelst schnell durch. Ich laufe jetzt einfach durch. Mir egal. So, geschafft. Easy. Nein. Oh Gott, ist das assig. Da muss man ja übelst schnell sein. Oh mein Gott. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das... Hilfe, dass das funktioniert. Ach du Scheiße. Da muss man sich ja von Anfang an... Lol, er sieht mich nicht. Ach, du Noob. Du schlechte Kamera, siehst mich nicht an der Wand. Ich fass es nicht. Sieht die mich dann allgemein nicht? Doch, jetzt hat sie mich plötzlich wieder gesehen. Okay, super strange alles. Das schafft man hier auf jeden Fall. Ich glaube, man muss einfach durchlaufen und dann ist man gut dabei. Ja. Einfach instant durchlaufen und dann hat man's. Oh, da ist noch so ein Noise-Detektor. Wie unfair. Jetzt muss man hier noch... Ja, Leute, sie sehen mich einfach nicht. Das sind sehr dumme Kameras, muss man einfach so sagen. Geschafft, ja lol. Void Red Lasers. Alles klar hier, das ist auch schon wieder super assig hier. Alter. Kann man nicht hier einfach vorbei an den Lasern? Ich glaube, wir passen da nicht durch, ne? Hilfe, 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 Hilfe. Hä, sehen dann vielleicht die Kameras nicht, wenn man stillsteht? Doch, die sehen dann trotzdem. Alles sehr strange in diesem Spiel. Nicht so richtig konsistent. Hilfe! 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 Okay, alles cool. Hilfe! Alles cool, alles gut. Laser, geh weg, danke. Oh, nein! Ach, come on, du blöder Laser! Was soll das denn? Ich war doch schon durch. Der war Milliarden Jahre nicht da. Und dann kommt er plötzlich wieder, oder was? Okay, aber der Anfang ist eigentlich gar nicht so schwer. Das hier nervt ein bisschen. Hä, ist gar nicht so schlecht, das Spiel. So, Laser, geh weg und... Come on, wie schnell kommt der denn bitte wieder? Okay, nächstes Mal warte ich. Ja, okay, das war richtig dumm. Ich glaube, wir müssen zweimal warten, dass hier das Ding angeht. Eins. Und zwei. Und jetzt gehen wir hier durch, warten, dass der Laser weggeht. Das kennen wir jetzt schon alles. Also, es ist ein bisschen Memory, dass man... Also dass man sich das... Dass man das alles behält. So. Ich habe gewartet, dass der Laser weggeht und bin sofort losgelaufen und krieg das trotzdem nicht hin? Ist das dein Ernst? Wie schnell geht der Laser denn bitte wieder an? Das ist ja super assig. Oh ja, okay, das war meine Schuld. So, Laser, geh weg. Ich warte. Laser, geh weg. Okay, diesmal hat es funktioniert. Warum auch immer es davor nicht funktioniert hat. Super strange alles. Ah, hat zu früh bewegt. Boah, ich würde sagen, wir machen noch dieses Level und gucken. Wir gucken uns das nächste Level noch an. Oh, aber das nervt mich jetzt schon alles. Aber ich find's gar nicht so schlecht, muss es ehrlich zugeben. Ja, wieder ein bisschen zu weit, ist okay. Macht somehow trotzdem Spaß. Ich kann das nicht beschreiben, Leute, warum mir das Spaß macht. Laser weg. Ich glaube, wir müssen hier einmal warten. Jo. So, das Ding ist auch so super assig, wie das alles getimed ist. Der Sound ist auch ein bisschen strange, aber ist okay. Kann man mit leben. So, wir warten hier einmal. Laser muss weg. Laser muss wiederkommen. Hm. Also wir können hier natürlich auch nicht durchgehen, ist die Sache. Okay, jetzt vielleicht. Okay. So. Jetzt nur nicht zu schnell.
Ich meine, es sind nur noch Laser vor uns. Oh, das ist jetzt aber assig anzupassen hier. Der Laser muss weggehen. Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Laser muss weggehen und währenddessen muss dieses blaue Ding, also dieser Kreis, auch weggegangen sein. Nee. Jetzt vielleicht. Ja, nice. Okay, das sieht gar nicht so schwer aus. Okay, doch. Nee. Okay, nee, das ist assig. Alles klar. Für einen kleinen Einblick in das Spiel langt das, glaube ich. Gibt anscheinend mehrere Level. Kann man vielleicht noch irgendwo sehen, wie viele Level es genau gibt? Load Game. Ah, wir haben Level 10. Okay, ich denke mal, diese ganze Seite hier geht auf jeden Fall noch voll. Dann haben wir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vielleicht 70 Level. Ich könnte mir 70 Level gut vorstellen. Ja. So als kleinen Einblick für euch langt das, glaube ich. Ich würde dem Spiel... Ja, weiß ich nicht. Ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Jetzt ist die Frage, ich muss das jetzt vergleichen mit dem letzten Spiel, das ich gespielt habe. Und das war dieses Dungeon-Bla-Ding. Ich habe den Namen davon schon wieder vergessen. Devious Dungeon war das letzte, was so ein bisschen wie Rogue Legacy war. In dem habe ich, glaube ich, eine 6,5 gegeben. Allerdings mit... Also 6,5 plus, sag ich mal, weil es später halt wahrscheinlich noch besser werden könnte. Und da werde ich auch wahrscheinlich noch mehr Parts machen. Deswegen kriegt Absconding Zatwor von mir eine 5 von 10. Also eine 4 minus, das heißt eigentlich, sagen wir 5,3 von 10. Ich glaube, ich habe Devious Dungeon einfach zu schlecht bewertet. Ich finde es nicht so schlecht. Es hat mir Spaß gemacht. Also ich konnte kichern und wenn ich kichern konnte, dann hat das Spiel nicht so viel falsch gemacht, sag ich mal so. Vom Grafikstil ist es okay. Es sieht jetzt nicht aus wie totale Scheiße. Ach, komm mal, später kommen dann wahrscheinlich noch die Polizisten und laufen auch noch rum und so. Da kommt bestimmt noch cooles Zeug dazu. Ja, ist nicht so schlecht. Der Soundtrack ist auch ganz gut. Und so vom Levelaufbau ein bisschen hektisch. Aber vielleicht mag man das ja. Für mich ist es nichts, aber für einmal anspielen ist ganz schön. Ja, könnt ihr ja wieder sagen, wie ihr das findet und je nachdem, wie ich Bock drauf hat. Kommt vielleicht jetzt in Zukunft wieder mal ein paar Mal häufiger diese, ich zock alles, was bei das die Bibliothek ist und guck's mir zumindest mal an, weil ich hab, warte, ich guck nochmal nach, wie viele Spiele habe ich denn? Ich habe 537 fucking Steam-Spiele und davon habe ich locker 500 nicht gespielt. Also ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn ihr diese coolen Videos nicht verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, danke fürs Zuschauen und tschüss. Euer Dizzy.